Dunkelheit legt sich über Ivendim. Die Bilwisse ahnen, dass das Grauen bevorsteht. Das Grauen in Form von Bjarnwald Honigfreund, dem Beorninger, auf seinem neuen Julfest fährt. Der steht hier oben neben dem Baum auf einem Felsen und lacht sich eins und sucht diesen blöden Wag, der irgendwie nicht auftauchen möchte. Ich blende mal eben das Interface ein. Wir befinden uns auf der Karte, sage ich euch direkt, hier oben, da in einer ganz gefährlichen Gegend. Und wie ihr seht, bin ich zu blöd, die Karte zu lesen, weil der Wag, der ist nämlich da hinten, wo es blinkt, nämlich überhaupt nicht da, wo ich jetzt bin. Das heißt, wir reiten nochmal zurück und versuchen es dann einfach mal diplomatisch, sag ich mal. Also ich lasse dann mal die Waffen sprechen. Okay, das ist nicht diplomatisch, ich gebe es zu. Aber Bilwisse sprechen eine ganz merkwürdige Sprache. Und ich habe schon so oft im Dialog versucht, es geht einfach nicht mit den Viechern. So, und bevor aus den Bilwissen nachher Orks werden, denke ich mal, ist es besser, wenn wir die umkloppen. So, sind wir denn jetzt hier richtig? Lass mal eben die Karte konsultieren. Ja, schon viel besser. Irgendwo da unten hängt unser Wagfreund rum. Und wir werden uns jetzt hier im Busch verstecken, bis er kommt. Nee, natürlich nicht. Aber der muss hier irgendwo sein. Da ist er. Oh, 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 oh. Nee, ist er nicht. Das ist Sakrutz. Eine seltene Kreatur, die auch irgendwas droppt. Das passt ja. Da ist er. Taug. Der läuft gerade da hinten lang. Da können wir hier ja schon mal ein bisschen aufräumen. Hm. Ich überlege gerade, wie wir es genau machen. Hm. Na komm, wir pullen den hier mal raus. Okay, der hat keine Lust alleine. Bringt gleich seinen Freund mit. So, das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Das weiß ich jetzt schon. Ich überlege, ob wir nicht vorher noch die Waffe wechseln sollten, weil die andere Waffe doch immens mehr Schaden macht. Und Schaden, das ist das, was ich hier brauche. Schaden kann sozusagen nichts schaden. So, und ein weiterer Aspekt ist, dass ich hier ab und zu immer mal dem Respawn davon laufe. Heißt einfach, die Gegner spawnen schneller, als ich die Gegner getötet kriege. Ui, jetzt steht er da unten auch noch in so einem blöden Dings rum. Ich pull den nur mal weg und guck mal, ob das was bringt. Er wird aber direkt hier in den Bär gehen. Okay, der kriegt gar keinen Schaden, aber den Krampfußführer werde ich hier noch töten. Oh, oh, das reicht für meine Heilung nicht mehr. Das war ganz intelligent. Wo ist denn der andere, damit ich hier ein bisschen Zorn kriege? Mensch, ist das spannend. So, der ist schon mal tot. Der rote Fleck ist weg. Naja, noch nicht ganz. Aber fast. Ich drücke meine Heilung, weil ich es kann. Jetzt noch das da drauf. Und dann können wir hier im Prinzip getrost Urlaub machen. Dauert halt nur. Auch noch ein paar Bienen drauf. Da ist noch eine Patrouille, die uns gefährlich werden könnte. Ja, schmeißt du dein Zeug. Mir egal. Ich nehme das alles wieder runter. Komm. So. Sehr schön Heilung gedrückt. Und jetzt kriegst du mal ein bisschen Schaden, damit das hier mal vorangeht. Nichts Anständiges droppst, mein Freund. So. Das war wieder rechtzeitig. Jetzt habe ich den weggeschickt, ich Depp.
revanchiert sich direkt mit einem Betäuben. Und ich brauch Zorn. Hilft nix. Gut. Dann lassen wir nochmal Bienen sprechen. In der Zeit, wo unsere Heilung hier runter tickt. Das treffe ich wieder nicht. So. Mein Loot. Was habe ich denn bekommen? Lass mal eben gucken. Das Fenster hier so klein gemacht. Ein Adamantsplitter und Sangurts Zahn. Eine Trophäe. Schön. Ich hätte mir doch irgendwie mehr was Praktisches gewünscht. Okay. Hilft ja nix. Dann werde ich die Zeit nutzen und hier mal gerade die Sachen raus filtern, die ich brauchen kann. Ja, brauche ich auf jeden Fall. Das nicht unbedingt. Das ist für Goldschmied. Die Sachen hier hole ich mir mal raus. Das auch und das auch. Und der Rest kann dann mal vor sich hin tingeln. Obwohl, so vieles ist es gar nicht. Lass mal gerade gucken. Die laufen relativ zügig jetzt ab hier innerhalb von 15 Minuten. Das noch und das noch. Und für den Rest habe ich dann 34 Minuten Zeit. Gut. Und ich habe es ja gesagt, wenn man nicht aufpasst, dann holt einen der Respawn ein hier. Und da haben wir auch schon einen Bilvis-Speerwerfer, den ich eben schon gebügelt habe. Der ist schon wieder da. Und sein Freund ist natürlich auch direkt wieder da. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich wirklich aufpassen muss, weil innen drin der ja auch wieder spawnt irgendwann. So. Reflektieren drauf und dann würde ich sagen, machen wir hier mal kurz einen Prozess, weil ich suche ja eigentlich diesen dämlichen Warg. Da läuft er und frage mich gerade, ob ich ihn hier rausgepult kriege. Das sieht gut aus. Ich probiere es einfach mal. 2500, der andere hatte eben 7. Schaden mehr macht, werden wir gleich sehen. Das kann man sich im Prinzip ganz gut merken. Wölfe und Waage, die machen immer ganz gerne Furcht. Furcht sorgt dafür, dass ihr euch nicht mehr regenerieren könnt, was extrem nervig ist. Im falschen Moment. So, das war unsere erste Aufgabe. So schwer fand ich den jetzt gar nicht. Mal gucken auf die Karte, wo die nächste ist. Ganz da oben. Tor zum Norden. Wie kommen wir denn da auf die Schnelle hin? Ach, das war natürlich schlau, jetzt hier noch durch die Bilvis-Gruppe zu reiten. Ja, das fanden die auch nicht so lustig. So, das könnte dann im Prinzip nur hier sein und dann da hinten die Straße hoch. Ich hoffe, dass es da nicht zu steil runtergeht. Dann werden wir mal eine Rutschpartie machen. Autsch. Okay. Ging ganz gut. Wo ist denn jetzt der Weg? Ah, dauert noch ein bisschen. Evendim, das ist aber auch riesengroß. So, gehörst du denn zu unserer Aufgabe? Nö. Gibt ja noch hier ein paar Bären zu erledigen. Wegen der Felle der Bären. Gibt es auch nur eine Tat dazu? Oh, das wird lustig. Was? Unerschrockener Waldstaxer?
Ah ja, okay. Harald Hirschklippe, da ist er doch. Hilft ja nicht. Aber vorher werde ich diesmal was essen, weil das habe ich nämlich eben sträflich vernachlässigt. Und das merkst du dann auch direkt. Holen wir uns den Bär und den anderen Deppen hier, gehen wir aus dem Einflussbereich dieses Atems heraus. Manchmal habe ich das Gefühl, dieser Mundgeruch des Todes, den die hier verbreiten, der hat eine solche Reichweite, das ist schon nicht mehr feierlich. So, Harald. Oh, da ist ja noch ein anderer. Was ist das denn? Grabräuber Hauptmann. Warum ist denn der auch Signatur? Ich will ja nur Harald. Harald. Komm, Harald. Ach, das ist der Typ mit dem Bogen. Toll. Du kannst nicht durch einen Baum durchschießen. Wetten wir? Siehst du? Ja. Komm. Komm, ich bin hier hinten. So. Da kannst du auch nur noch mit dem Schwert hauen. Damit du nachher erzählen kannst, warum du nicht getroffen hast, gebe ich dir mal meinen Bienenschwarm mit auf den Weg. Dann kannst du nachher sagen, du hattest eine Biene im Auge. Wir machen das hier jetzt mal kurz und schmerzlos. Flüchten kannst du auch noch, mir egal. So. Steckbrief erledigt. Nummer 2. Sprecht mit bla bla bla. Sprecht mit bla bla bla. So, Lutz Tippermann fehlt noch. Und Andi Idden. Gucken wir mal. Andi Idden ist ganz da unten. Sehr schön. Okay. Und Lutz Tippermann. Der ist auch ganz da unten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nach Forod zurück. Das machen wir dann jetzt auch gerade. Dummerweise habe ich meinen Markstein dort nicht hingelegt. Das wäre schlau gewesen. Aber der liegt immer noch in Esteldin. Da ist der jetzt auch ganz gut aufgehoben, weil wir nämlich dann. Oh Mann, was ist denn heute los? Das Julfest fährt so gelobt und dann kommt das noch nicht mal die einfachsten Berge hier hoch. Ist das denn nee? Naja, geht halt nicht beides schön aussehen und funktional, ne? Funktioniert nicht. Und ich sehe, dass wir wieder eine ganze Menge an Titeln und Taten, Titeln bekommen und Taten abgeschlossen haben oder angefangen. Wir sollen Grabräuber besiegen in Tamwaran. Wo war das denn? Wann ist das denn passiert? Lass mal eben gucken, wo das ist. Witzig, witzig. Einfach an mir vorbeigeschlunzt. So. Zack, weg. Tamwaran. Na, das passt ja ganz gut. Da müssen wir sowieso hin. Alles dann. Lasst uns reiten. Ja, die Entfernungen hier in Evendim. Hui, ein Rubinsplitter. Die Entfernungen hier in Evendim, die sind schon heftig. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich nicht das Pferd, beziehungsweise die Pferde, die ich besitze, bisschen pimpen soll. Man kann die ja um 68% hochpimpen. Aber ob die 6% das hier wirklich rausreißen. Nochmal schauen, was das kostet. Ich glaube, es ist gar nicht so billig.
Das macht es dann nicht aus. So. Und ich habe mir gerade überlegt, wir reiten erstmal zu den Aufgaben. Mal gerade gucken. Ja. Geht ja auch gar nicht anders. Oder geht's denn da unten hin eigentlich? Lass mal gucken. Da ist eine Höhle. Oh, da sollen wir Bärenfelle sammeln. Da war doch was. Okay, dann machen wir das mal. Einer. Zwei. Und drei. Aber betäuben finde ich doof. So, jetzt die Heilung schmeißen. Dann brauche ich auch irgendwann nochmal meinen Bienenstock. Ja, und bei drei Bären hat man eben mehr Chance, krank zu werden und krank zu bleiben vor allem. Ah, das läuft doch. Also, krank zu werden und krank zu bleiben. Da liegen ein paar Leichen rum. Warum? Weiß niemand. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich... So, jetzt guck mal, von wo der mich hier bespuckt. Das ist ja der Hammer. So eine Reichweite hätte ich auch gerne mal. Und der auch. Ja, der hat mich jetzt nicht getroffen. Aber jetzt ist Zeit, die Krankheiten runterzunehmen. Den kleinen Waldstaxer lasse ich mal aus. Arme Kerl. Machen wir lieber die Königin hier. Der wird gleich spucken. Ja. Nö. Oder? Doch, jetzt. Okay, man kann also doch weggehen. Wenn man rechtzeitig weggeht, dann ist das auch kein Thema. Eurer Mutter nichts liegen. Kommt gleich wieder. Die ist nur mal eben Zigaretten holen. Das nicht so viel Schaden, wie ich erwartet habe. Aber kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass meine Skillung nicht dementsprechend ist. Wie viel Schaden macht das denn insgesamt? Viele Effekte und Verbünden von 15 Metern wirken Moral. Das heißt, ich heile damit auch noch. Das ist nicht nur ein Angriff auf den Gegner, sondern... Nein, lass mich! Ah. Gut, ich kam schon wieder weg. Das ist also nicht nur ein Angriff auf den Gegner, sondern auch eine Heilung. Fehlt ja immer noch einer. Ist doch nicht. Ist auch eine Heilung für die Gruppe, soweit ich gesehen habe. Verbündete innerhalb von 15 Metern. Sehr geile Sache ist das.
Macht bestimmt eine Menge Spaß. Aber das sollten sie wirklich einführen, wenn man durch den Gegner durchläuft, in den Hintergrund geht, sozusagen, dass er einen dann nicht mehr treffen kann. Wird doch so ein Bär. Na, weil der Skill ist ja auch ein. Ist ja auch Furcht. Nur ein Bär von vorne furchtbarer ist als von hinten. Also ein Bärenarsch, da habe ich keine Angst vor. So, Grabräuber. Nö. Aber die Felle haben wir fertig. Das ist gut. Dann lasst mal gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Haken sitzen haben an einem Ring. Ja, haben wir. So, die sind hier auch alle erledigt, soweit ich das gesehen habe. Sprecht mit, besiegt, was? Besiegt Lutz Tippermann, das habe ich doch gemacht. Besiegt Lutz Tippermann? Ne, habe ich nicht. Sind noch zwei offen. Eine ist noch offen. Der ist ja weiter unten. Jetzt war ich gerade schon wieder irgendwo anders. Ne, zwei sind noch offen. Mensch. Gibt's das? So. Bap, bap, bap. Hier sind aber auch viele... Nee, ich nehme das nicht weg. Ich habe das im Prinzip nur in Verwahrung genommen. Kurz. Ja, du brauchst nicht gleich deinen Bruder rufen. Bitte. Ich habe das doch nur kurz... Ne? Damit das kein anderer nimmt. Und dann weglaufen wie so ein Feigling. Das haben wir gerne. Hilft dir nur nix. So. Hui, ist das schön. So, jetzt lass mich mal eben gucken. Da war eine reichhaltige Ader Gold. Der Hirschbock, der tut mir hoffentlich nichts. Ah, der droht mir nur ein bisschen. Ich droh dann zurück. Perfekt, alles gut. Ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt doch so, dass ich hier die Aufgaben eben schnell abgebe. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit dieser Folge. Und dann gehen wir hin und machen die beiden Kopfgelder noch. Ja. Ist doch nicht, wo ist denn hier die Straße? Ah, da unten. Okay. Ah, die macht hier so einen Bogen. Alles klar. Sehr gut. Da sind wir ja hier schon richtig. So, machen dann hier eben mal die Was ist nur aus dieser Welt geworden? Aufgaben fertig. Und haben ein Level Up. Stufe 33. Was wollt ihr? Ihr habt Harald Hirschklippe besiegt. Ha, ehrlich gesagt, hatte ich nicht damit gerechnet, dass ihr Erfolg haben würdet. Da sieht man mal wieder, wie man sich täuschen kann. Was? Basilius Gumitsch, der Schlichter der Feste Vorort, ist hier in der Stadt. Sprecht mit ihm wegen eurer Belohnung. Ja, toll. Er gibt mir einen Auftrag, so mach mal. Und geht eigentlich davon aus, dass ich scheitere. Und wenn ich es dann schaffe und zurückkomme, dann sagt mir, ja, hier, du, pass mal auf, Alter, ne? Geh mal zu dem und dem, der hat die Kohle. Warum belästigt ihr mich? Wilddiebe habe ich erledigt, sehr schön. Das ist völlig inakzeptabel. Wieso denn? Inakzeptabel ist sehr gerne gebrauchtes Wort hier. Ist denn da? Alle nur. Na? 36. Auch aus meiner Sippe. Ich habe, glaube ich, nicht gesehen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Hirschklippe. Und so stelle ich mir das vor. Gehst du hin, kriegst du Belohnung, fertig. Oh, so muss das sein. Hier rumgetingel. Es tut mir leid. Felle habe ich fertig. Oh, dieser Kummer. Ihr seid aus
Tomb Fuin zurück, bedeutet das, dass ihr Tauk erledigt habt. Unglaublich bald. Wenn ihr euch bei Basilius Gumic, dem Schlichter hier in der Feste Vorrot, meldet, wird er euch eure Belohnung geben. Tauk wird uns also keinen Kummer mehr bereiten. Ich kann es nicht glauben. Auch die hat keine Belohnung für mich. Sondern schickt mich hier zum Obersupermacker. Ist denn der Schlichter? Kann ja nur hier irgendwo sein. Hallo? Oder in irgendeinem Gebäude drin? Pop. Ist das der? Ja, Basilius Gumic. Was benötigt ihr? Merkwürdig, merkwürdig. Okay. Das waren die beiden Aufgaben. Lutz Tippermann und Andy Idden sind die beiden Kopfgelder, die wir dann in der nächsten Folge machen. Außerdem haben wir hier noch Aufgaben aus dem anderen Dorf, wo wir am Anfang waren. Tinundir. Talruinen war hier. Tinundir. Da sind noch Dinge zu erledigen. Wir machen also hier den kurzen Schwenk nach unten, zurück nach Tinundir, um dann dort die restlichen Aufgaben zu erledigen. Das sollte dann für 34 reichen. Und dann überlegen wir uns, ob wir dann den Weg gehen und nach Estelin zurückgehen, um da noch ein paar Aufgaben zu machen, die auch so in dem Levelbereich liegen. Alles klar. Ich danke fürs Zuschauen. War eine spannende Sache. Wünsche euch alles Gute und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Macht's gut.